Jo, interessiert dich auch nicht, was ich erzähle. Dann bleib dran. Jo, episode. Raw und unfiltert. Bleib dran. Vielleicht erzähle ich auch noch Scheiß. Wer weiß. Und heute geht's um. Welcome back. Würde ich jetzt mal dazu sagen. Zur heutigen Folge. Hey, die heutige Folge ist eher etwas Spezielles. Weil ich nehme sie gleichzeitig auf zwei Cams. Und ich möchte gerne, dass meine Zuschauer, oder nein, meine Zuhörer, vielleicht auch nächstens meine Zuschauer werden, weil ich das Video oder den Podcast aufladen werde auf YouTube, um meinen Hörern auch mal zeigen, wie ich aussehe. Für die, die es nicht wissen. Obwohl, ich glaube, die meisten wissen es. Ist ja gleich. Ich habe ein ziemlich grosses Licht-Setup aufgebaut, das ihr nicht gesehen werdet. Ich habe eigentlich mein ganzes Licht-Equipment vorgenommen, weil es hat langsam schon Staub dran gehabt. Ich habe es schon lange nicht gebraucht. Und mit diesem Thema läutet die Augen heute zum ersten oder die heutige Folge ein, weil hey, heute habe ich wie so den Drang gehabt, um einfach das Jahr 2022 so Revue passieren zu lassen. Weil ich finde es mega crazy, was passiert ist, alles. Und ich habe heute wieder mal gecheckt, was eigentlich alles passiert ist. Und hey, ich möchte das eigentlich gar nicht in die Länge ziehen, obwohl ich jetzt schon weiss, es wird lang gehen. Und hey, wir starten eigentlich gerade mal mit Januar 2022. Hey, ich bin frisch umgezogen und hey, ich muss schnell etwas abstellen da hinten, weil das nervt mich richtig krass. So, I'm back. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, genau. Januar 2022 bin ich frisch umgezogen. Aus diversen Gründen. Auf das möchte ich jetzt eigentlich nicht eingehen. Aber ich habe so ein bisschen mich endlich wieder wohlgefühlt, dort wo ich wohne. Und zwar da. Ja. Und ja, 2022. Es war allgemein eine spezielle Zeit gewesen. So, ich habe auch kurze Geschichte zu meiner Vergangenheit. Ich habe 2019 an RS angefangen, habe sie aus medizinischen Gründen abbrechen müssen und bin letztes Jahr, 2022, im Zivildienst gelandet. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, muss ich halt ehrlich sagen. Ich bin dann, so wie ich halt bin, auf den letzten Drücker an einen Platz gekommen, wo ich meinen Dienst kann erledigen kann. Und ich bin an einer Schule gelandet, an einer speziellen Schule. Und die Arbeit dort hat mir mega gut gefallen. So auch das Zusammenarbeiten mit Kids. Es hat mir richtig gut gefallen. Und gleichzeitig bin ich extrem motiviert gewesen, mich auf meine fotografischen Ziele und videotechnischen Ziele zu fokussieren. Und habe somit mega viele Ideen gesammelt, ich habe mega viele Notizen gemacht, ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben mit diversen Sachen drin. Und ja, hey, der Monat ist mega schnell umgegangen, ich habe auch diverse Kurse noch müssen machen, was meinen Zivildienst anbelangt, dass ich überhaupt das machen durfte, was ich gemacht habe. Und ja, schlussendlich ist dann schon Februar gekommen. Was habe ich im Februar gemacht? Februar war auch so ein Monat, der mega schnell umgegangen ist. Und ich war extrem viel draußen. Ich war extrem viel in der Natur, schon dort. Was eigentlich für mich nicht normal ist, weil so die Wintermonate sind für mich nicht spannend, fotografisch gesehen. So, es reizt mich nicht. Es ist mega früh dunkel, es ist mega spät hell. Es sind kurze Tage. Die Landschaft gibt nicht so viel her, wie
wie ich es gerne hätte. Und ja, so ist dann auch schon Ende Februar gewesen. Also die zwei Monate sind extrem schnell. Gleichzeitig bin ich aber meine Wohnung am Einrichten gewesen. Hey, ich bin heute, ich schaue in meiner Wohnung rum. Ja, ich bin heute eigentlich noch nicht fertig mit Einrichten. So, ehrlich gesagt. Aber es macht mir auch keinen Stress. So, ich bin jetzt nicht der, der unbedingt 5 Pflanzen dort braucht, 10 Teppich dort. Bin ich überhaupt nicht. Apropos Pflanzen, ich hatte letztes Jahr 2 Pflanzen gehabt. Mittlerweile sind sie nicht mehr da. Sie haben mich leider verlassen. Ja, ich glaube, ich tue mir gescheiter Plastikpflanzen zu. Habe ich mir vorgenommen. Und wieder zurück zum Thema. Es ist dann auch schon März gekommen. Im März hat dann das auf einmal angefangen, so mit dem Konzert. Also wer es nicht weiss, ich bin lang tätig in der Musikszene hier in unserem Kanton. Heisst besser gesagt nicht irgendeine Musikszene, sondern vor allem in der Rap-Hip-Hop-Szene. Ich habe mega viele Musikvideos gedreht, Covershootings, Artworks, all so Zeug, die halt dazugehört. Und ich habe es mega gerne gemacht. Und der LIV, aka Livio und der G-Speeds haben letztes Jahr eine Tour gestartet. Also eine Musiktour. Und da bin ich auch dabei gewesen. Und hey, ich bin an diversen Konzerten gewesen, auf Bühnen, am Filmen, hinter Kulissen. Ich habe mega viele Sachen gesehen. Und es war einfach legendär gewesen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, es ist richtig legendär gewesen. Vor allem, ich glaube, eines meiner grössten Highlights, obwohl ich nicht so bin, also wie soll ich sagen, ich will nicht oberflächlich tun, jetzt überhaupt nicht, aber ich habe halt schon mega viel, ich habe ziemlich viele Stars, sage ich jetzt einmal, schon gesehen, so Backstage. Und ich bin nicht der Typ, der so voll zum Fanboy oder zum Groupie wird, nur weil ich die gesehen. Also, weil ich so nahe bin halt. Nicht, ich muss das wie ausblenden, weil hey, professionell, man ist da, weil man etwas zu erledigen hat und nicht, weil man für den dahergekommen ist. Also für den Star. Und ja, ich verhalte mich dort halt voll normal. So wie ich zum Beispiel ein Sido schon jeden Tag würde sehen. So, also innerlich schon nicht, aber so äußerlich halt, gegen außen so, jo, was geht ab? Alles klar. So in dem Stil, nicht, können wir ein Foto machen? So, nicht so. Und aber gleichzeitig eines von meinen Highlights ist schon gesehen, letztes Jahr im April, Kool Savas Konzert. Also wir sind die Vorgruppe gesehen, LIV und G-Speeds, vom Kool Savas. An 2 Tagen, an 2 nacheinander folgende Tag. Und hey, es war mega krass gewesen, dass du einfach so nah an einem Kool Savas stehst. So, und seiner ganzen Truppe. So, eben wie es normal ist, er kommt her, hey, guten Morgen, habt ihr gut geschlafen? Ja, du auch? Ja, voll. Das Klima ist hier zwar ein bisschen hoch, aber sonst geht's klar. So, in dem Stil. Und nicht so, könnt ihr ein Foto machen? So, ich glaube, es kommt ihm mega komisch über, auch gegenüber ihm. Und ja, das war dann dort oben gewesen, auf der Lenzer Halt und in Arosa, wo wir das gefilmt haben, oder wo wir die Konzerte hatten. Und am ersten Tag habe ich noch so, nach unserem Auftritt, ich noch so ein paar Bilder geschossen von weitem, so mit einem Teleobjektiv von ihm, so wie er auf der Bühne steht und es schneit. Und er steht so mit dem Mikrofon gegen rauf und performt so und vorne so Leute halt am Abgehen. Und haben das einfach mal so in meine Story reingeklatscht auf Instagram und haben ihn markiert. Und das ist dann schon ein bisschen so der kleine Fanboy-Moment rausgekommen, weil ich meine, hey, ich bin aufgewachsen mit Rap. Also aufgewachsen, ich höre seitdem ich 12-jährig bin Rap oder Hip-Hop. Und natürlich ist er auch einer von diesen Künstlern gesehen, der bei mir früher schon dabei war, in meinen Playlists und damals noch auf dem alten Windows-PC
auf YouTube auf HD gelaufen ist. Und hey, dann hat er meine Insta-Story auch repostet. Und das ist so für mich so, oh mein Gott, so der innerliche Fanboy gewesen. Hey, ich habe mich mega gefreut ab dem. Und am nächsten Tag haben wir uns natürlich nochmal gesehen. Und dort haben wir dann auch mehr gequatscht, weil er hat dann gesehen, ah, das bin ja ich. Und ja, dann hat er auch gefragt, ob ich so ein paar Videoaufnahmen auf ihn können machen können, hier an dem Konzert, und ein paar Bilder shooten. Und ja, ich kann es, glaube ich, ein paar einblenden auf das Video, mache ich, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, das war wirklich so ein riesen Highlight an dieser Stelle. Mega grosses Dankeschön an LIV und G-Speeds für die Optionen, die ihr mir ermöglicht habt über all die Jahre. Sechs am Big Air, wo ich dabei bin, wo ich ziemlich sehr viel erleben durfte. Wo ich eigentlich alles gesehen habe, was ich nie gedacht hätte. Ich meine, ich bin auf dem Skiturm da oben gewesen, oder auf dieser Schanze. Auf dieser grossen Bühne vor 6000 Leuten haben sie mich gezwungen, zum Aussagen auf die scheiß Bühne zu stehen. Und das ist, apropos, das ist einfach mein erstes Mal gesehen, wo ich auf einer Bühne bin gestanden. Das Big Air in Chur. Crazy. Und hey, ich habe über das Jahr gesehen, mega viele Konzerte gesehen in Aarau, Hoodluck, das war auch mega nice gesehen. Ein richtiges Hip-Hop-Festival. Plattentaufe, jenste Leute gesehen, jenste Leute wieder kennengelernt. Also wirklich, ich muss sagen, das war eine richtig schöne Zeit gewesen, wo ich mega gerne auch hinten schaue, noch, was dort alles so gelaufen ist und passiert ist. Also das ist wirklich mega, mega nice gewesen. Aber, hey, das war jetzt mal so ein bisschen ein Konzertteil gewesen, den ich letztes Jahr erleben durfte. Und jetzt schweifen wir ein bisschen ab, wieder eigentlich zu meinem Alltag, den ich hatte. Ja, wie gesagt, ich habe mich mega darauf fokussiert, um viel in die Berge zu gehen. Meiner grossen Leidenschaft. Wie man es hier sieht auf dem Bild. Der Fotografie, der Landschaftsfotografie nachzugehen. Und ich bin wirklich jede freie Minute, die ich hatte, wo schönes Wetter war, wo schlechtes Wetter war, wo ich keine Milchstraße fotografiere. Ich bin wirklich jede freie Minute habe ich investiert, um zu fotografieren. Ich bin aber letztes Jahr so viel wie noch nie mit dem Zelt wieder unterwegs gewesen, in den Höhen. Mit dem Biwak, mit, ja, ich bin an so krassen Orten gewesen. Aber zu dem Punkt muss ich jetzt kommen, ich bin das Jahr noch motivierter als letztes Jahr. Heisst, ich freue mich noch mehr. Aber bis jetzt war das Wetter richtig schlecht gewesen. Ein, zwei gute Tage habe ich verwischt. Und der Schnee liegt leider auch noch ziemlich hoch. Von dem her, mal schauen. Ja, geht es weiter in meinem Kalender. Eigentlich hätte ich mir heute wirklich mal Notizen machen sollen, weil ich vergesse 100% etwas. Und, aber ich tue jetzt einfach mal weitermachen, frei aus dem Kopf, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ja, es ist April geworden, eben im April sind die Konzerte gewesen. Und es ist gleichzeitig auch Mai geworden. Also nach dem April. Aber an dieser Stelle muss ich etwas trinken, weil so viel erzählen macht Durst. Ich würde euch echt gerne ans Herz legen, trinken viel Wasser und nicht süßes Getränk. Das meine ich schon seit Jahren. Und da nutze ich Air Up. Ich habe zwar keine Kooperation mit denen, weil ich es einfach nicht brauche. Und mir wäre das, glaube ich, echt zu blöd. Aber ich nutze das schon seit längerer Zeit. Und ich finde es einfach mega gut. Ich muss es einfach schnell trinken. Ah, und ein Tipp. Wer Air Up schon hat, tönt Mineral rein. Tausendmal besser. Ich sag's euch. Tausendmal besser. Du merkst den Geschmack viel intensiver. Und ich muss es schnell trinken.
So what? Du meinst echt, du trinkst... Was habe ich für einen Geschmack drin? Erkenne ich nicht. Aber es schmeckt nach Mango und Orange. Ja, Mango und Orange. Es ist mega gut. Ja, es ist Mai geworden. Die Zeit, die man in den Bergen verbringen kann, sind... Also es ist viel mehr geworden, weil natürlich der Schnee ist weg gewesen. Und man hat können wirklich wieder bis zur Oberstufe, wo man hätte wollen, weil es keinen Schnee hat. Weil Schnee ist ein bisschen, so ein bisschen eine Barriere halt. So, es ist mit mehr Aufwand, Equipment, allgemein Kälte, Wärme verbunden. Und darum mag ich es nicht so wirklich, weil ich die Erfahrung noch nicht habe. Im Schnee zum Beispiel campieren. Ja, es sind die Sommermonate gekommen und gleichzeitig habe ich auch angefangen mit einem grösseren Videoproduzenten zusammen zu arbeiten. Jetzt gehen wir eigentlich so in die nächste Musik, würde ich jetzt sagen, ins nächste Genre rein. Heisst eigentlich in meine Videografie-Karriere, Anfangs-, Anführungs- und Schlusszeichen. Nämlich dort habe ich ja auch ein kleines Standbein, wo ich, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich gut auch finanziell meine Einnahmen machen kann. So. Und ja, im Videobereich habe ich eben letztes Jahr angefangen zusammen zu arbeiten mit einem grösseren Videoproduzent. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Und wir haben heute noch gemeinsame Projekte. Und dort bin ich vor allem viel Drohnenpilot, weil ich ja die speziellen Drohnenflüge, die eigentlich FPV-Drohnen, das sind Speed-Drohnen, wo du eigentlich frei kannst fliegen wie ein Vogel. Also es ist wirklich it's crazy. Und du hast auch so eine VR-Brille an und fliegst mit enormen Geschwindigkeiten und ja, es ist einfach geil, auf gut ist. Und ja, wir haben dann dort im Sommer einen grösseren Videodreh gehabt, wo er mich engagiert hat, wo wir einen Werbeclip gedreht für das Grand Resort, glaube ich. Oder Golf. Nein, nicht Grand Resort, für den Golfclub Bad Ragaz. Aber auch sehr hochstehend, würde ich jetzt mal sagen. Weil das Budget, das wir dort hatten, das hat nur schon rein materiell alles gesprengt, was ich bis jetzt gesehen habe. Weil wir haben einen Helikopter gehabt, wir haben einen Aston Martin gehabt, so Fabrik neu, so keine Ahnung, 1000 Kilometer oder so auf dem Dach. Wir haben das offizielle Double gehabt von James Bond. Wir haben diverse Statisten gehabt. Wir haben ihn gehabt als Hauptvideokameramann. Wir haben Mika als Drohnenpilot und Video auch und Kameramann. Und ja, wie gesagt, wir haben Pilot, wir haben Flugplatz, wir haben, mega viele Helfer gehabt, so zwei amerikanische Typen, die sind extra hier in der Ferien gewesen. Die haben sich das wie gekannt und die haben dann alles mitgeholfen. Das sind so legendäre Typen gewesen, also wirklich. Ich kann jetzt auch keine Props rauslassen, weil die verstehen nicht, was ich sage. Und die werden das auch nicht hören. Leider. Ja, den Tag hat am Morgen um 7 Uhr gestartet. Und am Abend um 8 Uhr ist er fertig gewesen. Und ich bin so fertig gewesen. Ich bin so fertig gewesen an dem Tag. Weil es ist so viel passiert. Wir haben mega geile Action-Szenen gemacht auf dem Flugplatz mit Drohnen. Und Drohnen am Flugplatz ist immer so ein bisschen heikle Sache. Und wir haben Helikopter rumgeflogen, wie keine Ahnung, wie wir Millionäre wären. So richtig nachhaltig sind wir rumgeflogen. 2 Stunden oder so. Dort durfte ich mitgehen, gehen filmen. Im Helikopter. Mega geiles Erlebnis gewesen. So. Das ist auch so ein Punkt, das muss ich auch noch erwähnen. Letztes Jahr und bis jetzt auf das Jahr habe ich wirklich alles durchgemacht. Also fast alles, was so die Luftfahrt anbelangt. Aber auf das komme ich nachher noch. Wir sind dann, ja, wir sind im Grand Resort gesehen, haben dort eine Suite gekriegt zum Filmen.
Wir haben diverse Schnapsflaschen, Whisky, ultra teure Whisky, die wir dort verschwenden dürfen verschwenden. An der Stelle, ich habe nichts getrunken, weil ich muss das arbeiten. Und ja, das war wirklich, das war für mich auch ein Ur-Highlight gewesen. Und das sind so halt so die Projekte gewesen, wo ich mitgewirkt habe. Und dann hat es so die Projekte gegeben, wo es mich beauftragt haben, direkt der Kunde. Also ich habe so meine Stammkunden und für die mache ich Imagefilms. Also letztes Jahr habe ich um die 12, 10, 12, 13, 15, so irgendwas, ich weiß es nicht genau. Nein, mehr. Ja, ist ja gleich. So nachher haben die 20 Imagefilms gedreht, Werbevideos. Auch da ist es um allerlei gegangen. Also wirklich von Fitnessvideos über Garage-Videos, über Drohnenflüge. Also wirklich, da ist alles dabei. So. Und das ist auch halt eine riesen Arbeit, wo ich muss ehrlich sagen, wo mich oft auch an meine Grenzen braucht. Weil ich meine, ich arbeite eben bei 100% und gleichzeitig habe ich so mein eigenes Business, mein eigenes Geschäft, wo sich da hinten verbirgt, wenn ich so hinterher schaue. Darum habe ich auch all so Lichtequipment, zwei Kameras, die mich aufnehmen hier. Und ja, und ein Projekt, das kann ich mich gut erinnern, weil ich das, glaube ich, nie mehr vergessen. So, es ist um ein Fitnessprogramm gegangen, wo ich verfilmen durfte. Und hey, das hat gestartet am Sonntagabend am 6. oder am 5. so irgendwas. Und den ersten drei Tage sind wir am Morgen am 3. fertig gewesen, weil wir einfach nicht mehr mögen haben. Wir sind kaputt gewesen. Und es ist ja nicht so, dass ich am nächsten Morgen am 7. wieder aufgestanden bin. Also so 4 Stunden Schlaf. Gehe arbeiten wieder. Am gleichen Abend, am 6. ist es wieder losgegangen. Zweite Drehabend. Bis am Morgen am 5. haben wir alles im Kasten gehabt. Also du musst dir vorstellen, 11 Stunden bin ich noch dabei gewesen und habe gefilmt. Und das ist ja nicht einfach nur hergehen und Kamera einstellen und Action. So, das ist nicht. Es ist wirklich so, du musst Leute koordinieren, du musst hören, was sie gesagt haben, du musst schauen, dass der Ton stimmt, dass das Licht stimmt. Ich habe noch den Björn dabei gehabt, ein sehr guter Kollege von mir, zweiter Kameramann als Unterstützer. Und das bin ich so froh gewesen, weil ich meine, allein so viele Stunden auf dabei, also ich weiß nicht, wie viel Red Bull und Kaffee ich an dem Abend getrunken habe. Es sind viele gewesen. Dass ich wach bleibe, dass ich noch aktiv arbeiten kann. Und hey, die ganze Arbeit nachher da hinten am Computer, das sind viele Stunden gewesen. Das sind insgesamt 56, ich weiss die Zahl noch, haargenau. Das sind 56 einzelne zusammengeschnittene Videoclips gewesen. So 56 Übungen. Plus 6 Werbeclips mit Musik und so. Ich glaube, es war ein mega geiler Dreh gewesen, alles insgesamt. Mega viel Arbeit und man ist körperlich wie auch psychisch so an seine Grenzen gekommen. Aber das habe ich okay gefunden. Das hat mich nicht gestört. Weil ich finde, das braucht es. Und ja, wie gesagt, ich habe die paar Sachen gemacht, die paar Imageclips. Ich habe wirklich nicht schlecht verdient dabei. Und habe aber auch wieder investiert. Zum Beispiel in das. In Drohnen, in ja, so viele Sachen. Viel Geld investiert, merke ich. Und gleichzeitig bin ich aber immer noch in der Fotografie tätig gewesen. Also in der Landschaftsfotografie. Ich bin irgendwie heimgekommen, habe geschnitten, habe gesehen, es könnte ein gutes Abenteuer geben. Rucksack gepackt, Wanderschuhe, zack. So hergefahren, 5, 6, 7, 800 Höhenmeter rauf. Mega schöner Sonnenuntergang, heimgekommen, etwas gegessen, schlafen. So, das ist, ich glaube, das ist so meine Work-Life-Balance, dass ich die Fotografie noch habe.
So, das ist, glaube ich, wirklich meine Balance, weil das ist so das, wo mein Herz halt schon am größten schlägt. So. Und ich auch mega stolz darauf bin, dass ich wieder hinten so Bilder in meiner Wohnung aufhängen darf und auch verkaufen darf. Weil es gibt ein paar Leute, die das Zeug wollen und kaufen und mich unterstützen bei dem, was ich mache. Und das freut mich mega. Ja, mir war vorher irgendetwas im Kopf gewesen, während dem Erzählen, aber ich habe es jetzt wieder verloren. Weil es wäre ein wichtiger Punkt gewesen, wo ich an will erwähnen. Vielleicht kommt es mir noch mal in den Sinn. Nein, es kommt mir nicht in den Sinn. Es ist wirklich ein bisschen traurig. Ja, gehen wir eigentlich wieder weg von dem Thema Videografie und das Zeug. Und gehen in das vorher angesprochene Thema, das sich Flugluftfahrt nennt. Ich glaube, das sagt man so. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin in einem ziemlich einfachen Verhältnis aufgewachsen. Heisst, ich bin in einem 40-Seelen-Dorf aufgewachsen. Habe meine schönste Kindheit gehabt. So, ich hatte weder eine Playstation gehabt, noch sonst irgendwas, weil ich auf die Natur hatte. So in das gehabt, was vor der Haustür steht. So Berge, Natur, Wald. Und bei uns ist das wie nie so rausgekommen, dass wir mit dem Flugzeug zum Beispiel so in Ferien sind. Und letztes Jahr bin ich das erste Mal geflogen mit einem Passagierflugzeug. Ich bin mega aufgeregt, dass ich mit 23 noch Flugzeug fliege. Das erste Mal. So, stell dir vor. Nämlich, ich bin auf Berlin geflogen. Wir hatten einen Ausflug gehabt. Aber auf das gehe ich jetzt nicht genau rein. Es geht mehr ums Flugzeug. So. Ich habe mich mega nervös, finde ich, gesehen. Mega aufgeregt. Und es war echt ein Highlight. So. Das zähle ich auch als Highlight vom Jahr 2022. Und ja, es ist dann halt schon September geworden. Ich habe jetzt vielleicht ein paar Sachen ausgelassen. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich kann jetzt nicht detailreich über jedes von meinen Erlebnissen erzählen, die ich in den Bergen hatte. Über jedes Milchstraße-Erlebnis. Was ich zwar muss sagen, Milchstraße-Nächte sind das Beste, was es gibt. Das kann ja nur ans Herz legen. Falls irgendjemand da draussen, wo das gerade lässt, mal Lust hat, um das auch erleben, darfst du mich sehr gerne anschreiben, weil ich finde, das ist so eine Leidenschaft, die ich mega gerne teile. Und ja, dort beweise ich auch eigentlich den Leuten, dass es nicht fake ist, was wir machen. Weil es gibt viele Leute, die das behaupten und das ist so, keine Ahnung, mit diesen Leuten. Wie soll ich sagen? Ich kann ihnen ja nicht sagen, hey, es ist nicht fake, wenn sie es noch nie gesehen haben. Und darum lege ich euch nur ans Herz, hey, wenn du mal Lust hast, zum mitkommen, mega spontan bist, weil ich bin ein sehr spontaner Mensch in gewissen Sachen, wenn es vor allem um Fotografie geht, schreib mich an und vielleicht finden wir so ein Datum, wo du mitkommen könntest. Und du wirst etwas mega Schönes erleben. Sag dir nur schon im Voraus. Aber tun wir das Thema wieder beiseite, Milchstraße, und kommen zu Ende September. So. Ich bin immer noch im Zivildienst gesehen. Ich hatte eine mega schöne Zeit gehabt, muss ich echt sagen. Und hey, es war ein Morgen gewesen, wie kein anderer oder wie jeder andere. Und ich bin einfach auf die Idee gekommen, so, hey, wieso gehe ich nicht auf Island? So, ich wusste, ich hatte dann Ferien, weil dann die Schulferien waren. Und ich habe gefunden, hey, schau, du bist jetzt das erste Mal geflogen. So, bam, mach gerade das zweite. Dann geh weiter mal. So, halt, bleib nicht stehen. Und hey, dann habe ich einfach am Morgen um 9 Uhr so, bin ich auf einer Booking-Seite und gesehen, oh, dann hat es Flüge. Ja, tipptopp. One-Way-Flug, Island, Reykjavik.
zack, boah, zahlt. Und ich hocke dort so, ich weiß es noch, trinke meinen Kaffee und denke mir so, hast du das jetzt wirklich gemacht? Hast du jetzt wirklich einen Flug einfach für dich auf Island gebucht? Was läuft mit dir? Also, du weißt nicht mal, wie das Land ist. Du hast keine Ahnung von dem Land. Du hast noch nicht mal ein Hotel oder irgendetwas anderes gebucht, wo du könntest einen Plan haben, was du dort machst. Und hey, dann haben so ein bisschen die Recherche halt angefangen. Ich habe mir dann einen Camper gebucht. So für die 6 Tage, wo ich Lübing war. Und Ende Oktober sind dann die Schulferien gekommen. Oder so Mitte, Ende Oktober, 20. Oktober rum. Und ich bin auf Island geflogen. So, es ist eines der schönsten Highlights von letztes Jahr. Es ist das schönste Highlight. So, weil das Bild da, wo hinter mir ist, das ist von Island. Und für das Bild habe ich so viel Pain auf mich genommen. So, ich tue jetzt Island nur kurz fassen, weil es geht mega lang. Weil, wie soll ich sagen, hey, ich bin dorthin in das Land nicht kennt. Ich bin rumgefahren, ich habe so viele Kilometer gemacht, ich habe so viele Orte gesehen. Gleichzeitig habe ich auch nichts gesehen, weil Island ist riesig. Es gibt so viele Sachen, die du dort gesehen hast. Und ich habe zuerst einmal Nordlichter gesehen, wie ich schon erzählt habe, immer in einem der ersten Podcasts. Und zum Beispiel für das Bild, das erzähle ich jetzt kurz, habe ich etwa 300 oder 400 Kilometer auf mich genommen und bin extra dort hergefahren. So, du musst dir vorstellen, ich bin da gewesen, so Insel, ich bin da gewesen und ich musste da rauf. Also ein riesiger Weg, alles wieder zurück, wo ich gesehen bin. Und hey, dort angekommen, ich genau eine Nacht Zeit gehabt dort, weil meine Zeit halt abgelaufen ist. Und dort hergefahren und es hat gestürmt. Es war wirklich, es ist das isländische Klischee-Wetter gewesen. Es hat geregnet, es hat gestürmt. Es war ziemlich kalt gewesen, was mir jetzt nicht so viel ausmacht. Aber es war nicht angenehm gewesen. Dann fahre ich dort her in der Nacht, parkiere, so, laufe dort her zu einem Wasserfall. Und es ist so speziell, weil hin und dran so ein Berg ist, der aussieht für mich wie ein bisschen das Matterhorn. Also ein bisschen Toblerone-mäßig. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es halt mega krass. Und du musst dir vorstellen, hinter dem Berg ist einfach das Meer. So unvorstellbar für mich gewesen. So wenn ich es nicht selber gesehen habe. Und hey, dort angekommen, ich bin dort draussen, habe einen Regenschutz angehabt, habe einen Regenschutz auf der Kamera drauf gehabt, weil ich meine, ja, das ist teures Equipment. Und ich habe dort sicher 1,5-2 Stunden gestanden bin ich. Und einfach gewartet und gewartet, bis es ein Wolkenfenster gibt, wo mir das Nordlicht gibt. Hey, und es ist 5 Minuten ist das Fenster aufgegangen. Ich habe gefühlt 1000 Bilder geschossen, alles Mögliche probiert. Und ich muss gerne nochmal anschauen. Es hat zwischen den Wolken drin ein Nordlicht und das Grüne vorgekommen. Und es ist so crazy gewesen. Ja, nach 6 Tagen habe ich mich so gezwungenermaßen heim. Und zwar aus einem Grund, und das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte einen Auftrag. Ich musste ein Projekt verfilmen, das 2 Tage lang gegangen ist. Auch mit eines der grössten Projekte, die ich letztes Jahr gemacht habe, durfte machen. Und es war sehr ein strenges Projekt, weil ich musste von A nach B, von B nach C, von weiss ich nicht, wie viele Meter das ich gemacht habe dort. Also es war für mich richtig streng gewesen. Und so, was ich damit sagen will, so, es zahlt sich aus, aber nicht wegen der Einnahmen, sondern weil ich für das Projekt habe ich dürfen oder bin ich gezwungen worden, so halb, um es vor Leuten zu präsentieren. So, und ich bin, ich kann mich jetzt selber nicht so gut einschätzen, wie ich bin vor Publikum, so. Ich bin eigentlich ziemlich schüch, so was es anbelangt. Und dann habe ich einfach so, bin ich dort hergestellt worden, so vor diesen Leuten, und habe mein Video präsentieren dürfen. Und das ist für mich schon auch eins mit den grössten Highlights vom letzten Jahr, wirklich von 2022. Dass ich das dürfen zeigen, den Leuten, und meine Arbeit dürfen zeigen. So, und zeigen, sage ich jetzt schon zum 5. Mal. Aber ich dürfen auch zeigen, oder so ein bisschen
vielleicht auch Leute motivieren dazu, hey, schau, wenn du willst, schaffst du alles. Du musst nur wählen. Du brauchst keine Ausbildung. Also, für gewisse Sachen, natürlich, brauchst du Ausbildung. Da bin ich jetzt wirklich, muss ich ehrlich sein. Oder bin ich ehrlich. Aber zum Beispiel für Fotografie und Videografie, du kannst es auch ohne Ausbildung. Du kannst einfach mit Fleiss, mit Durchhaltevermögen, mit du musst auch auf gut Deutsch, du musst auch auf Fresse gehen. Du musst auch Rückschläge. So, ich hatte so viele Rückschläge gehabt, wo mir Kunden gesagt haben, hey, das ist nicht gut, das will ich so nicht. So quasi das Scheiße. So, eigentlich sie bewerten dieses Produkt als Scheiße. Und das sind so die Sachen, die mich extrem stark gemacht haben im Nachhinein. Zum ersten Moment haben sie mich schon so ein bisschen abgezogen. Aber jetzt im Nachhinein haben die Sachen mich wirklich stark gemacht. Und ich muss ja ehrlich auch dazu sagen, dass ich nicht von dem hundertprozentig leben will. Ich will nicht leben von dem. Und ich mache das einfach aus Leidenschaft. So, um den Leuten Freude machen, um mir Freude machen, um klaren Stück weit auch all das finanzieren, was ich mache. Weil das ist sehr viel Geld, das man investiert hat. So. Andere Leute würden sich einen Neuwagen kaufen. Ich nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und ja, das sind jetzt genug emotionale, tiefgründige Wörter von mir. Weil wir steppen schon wieder weiter. In November, Dezember. Hey, das ist wirklich nicht mehr viel passiert. So, zwar mein Zivildienst fertig gehabt, ich bin zurück in mein altes Leben. Und ja, ich habe eigentlich weitergemacht, dort wo ich stehen geblieben bin. Nämlich, ich habe weiter gefilmt, ich habe weiter gefüttert, ich habe weiter an Drohnen rumgebastelt, ich habe Drohnen zusammengebaut, ich habe so viele Stunden hier hinter mir verbracht und PC. So, ich will es gar nicht wissen. Ich habe mir so viele Pläne geschmiedet wieder für neue Videos, für neue Content, die ich einfach für mich mache. Und ich habe einfach das Jahr eine Revue passieren lassen. Das war jetzt so der Zeitpunkt. So nach 5 Monaten, dass ich einfach kann sagen, fuck, ist das ein geiles Jahr gewesen. Es ist wirklich. Es ist so viel geiles Zeug passiert. Klar, es hat auch schlechte Sachen gegeben, die passiert sind. Aber das braucht es. Auch das braucht es. So. Ich sage immer, wenn du gewinnen willst, musst du auch zuerst verlieren. Weil du kannst nicht von Anfang an gewinnen. So, das geht nicht. Und gleichzeitig bin ich jetzt fast schon wieder im halben Jahr. Im 23. Jetzt startet dann wieder meine Zeltsaison, wo ich in den Bergen verbringe. Und ich habe auch ein, zwei mega coole Projekte, die ich aus meiner eigenen Tasche habe gemacht, so auch mitfinanziert, würde ich jetzt mal sagen. Die sind dort hinten in einem anderen Raum. Die bleiben auch noch dort. Ich möchte denen nicht preisgeben jetzt, weil es wird eine Überraschung sein für gewisse Leute, würde ich jetzt mal sagen. Und es wird auch ein Video dann dazu geben, weil ich mir vorgenommen habe, so in ja genau, ich habe letztens auch Vlogs gedreht, wieder einmal. Und die kommen mega gut an bei ein paar Leuten. Und die habe ich auf YouTube, also falls du mal Lust hast, zum unseriöses Zeug anschauen, gehst auf YouTube, gehst RUS, Russ Production, Englisch, ein und solltest du eigentlich ziemlich schnell meinen Kanal finden, der nicht so gross ist, ziemlich klein ist. Aber ich fühle es mega, was ich dort so darf machen und drauf stellen. Und darum, hey, das wäre es gewesen mit heutigen Folge. Wahrscheinlich ein paar Sachen vergessen. Aber ich habe so die Highlights erzählt. Und ich merke, wie ich mega Freude daran habe, so dass ich das dann jetzt erzählt. Weil es macht mich wieder mega happy. Und hey, ich halte das Outro kurz. Nämlich, wie immer, ich wünsche dir einen schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer, wo du bist. Einen guten Tag und bis bald. Peace.